Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Axiom Verge Ascended hier auf Aberration mit Scarlett und mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Freunde. Hallo. Ja, ihr seht's. Wir sind vorbereitet. Wir haben jetzt auch eigentlich einen Mad Bruce, auf hier rumzubrüllen. Wir haben jetzt endlich einen Gucker, das heißt, wir haben Mad Bruce, wir sind etwas sicherer, aber wir gehen jetzt trotzdem wieder zu unserer Reaper-Falle runter, weil, ja, besonders Scarlett braucht unbedingt noch einen Imprinted Reaper. Und ja, ich würde natürlich auch nicht Nein sagen zu einem neuen, der High Level ist. Vielleicht mal gucken. 150, oh, für schon ganz nice. Ja. Ich gucke erstmal hier oben. Wir haben Ich immer guck mal hier. unten, weil das Spot auch schon mal gern was nach. Ja, wir haben hier oben und unten immer Spots. Mal gucken. Ich sehe einen Rock Drake erstmal vor mir. Ja, da war. Ich habe auf jeden Fall eine Reaper vor mir. 15. Die werde ich erstmal Ja, die wegmachen. kann man weghauen. Ja, weg damit. Oh, ich stock hier gerade am Felsen fest. Ja. Ich habe vorhin schon offline dann dementsprechend viel getötet, Leute. Also. Man levelt dadurch ziemlich gut, was da ist, aber es ist halt ziemlich eintönig. Aber das sind so die Sachen, die man halt jetzt machen muss. Und da deswegen seid ihr halt auch dabei. Das wird im steigenden Level immer schlimmer. Hattest Oh, du ich habe auch noch lieber. ja schon 9 Megalo hochgelevelt? Bin mit dem jetzigen eigentlich sehr zufrieden. So, ich habe jetzt auch Reaper, ich gehe mal zur Falle. Level ist noch unbekannt. Oh, jetzt habe ich den Rocktrick am Pelz. Den Rocktrick, der macht ja mal eben 140 Schaden an mir. Also Reaper die. King ist auch nur Level 15, wir haben 2,15er nur, Das das ist die ist sehr ganze Zeit hier wenig. schon so. Das Höchste, was ich vorhin hatte, war ein 19er. 90er. Vielleicht mal White Demon Kill machen. Da kommt vielleicht was Höheres. Aber dann dauert es erstmal wieder 2 Stunden, bis wir alles nachspawnen. Naja, das ist das Problem dabei. Ich mach jetzt auch mal die Lampe an. Und ein bisschen mehr Damage rausklappen. Ich bin ja nur 70 Schaden an dem Ding da. Aber die Falle steht eigentlich so gut hier aus meiner Sicht, also zumindest der Spot. Weil du hast immer unten und oben einen Spawn. Kriegst du es hin oder brauchst du Hilfe? Ich krieg das hin. Ja. Dann geh ich weiter oben gucken. Oh, komm, Server habe ich über 30 Stück platt gemacht. Hat über 120 Reaper für Hormone gehabt. Ja, wir haben auch schon eine Menge. Ja. Dann Kritisch. müsst ihr aufpassen mit dem Grafikbug, weil ich ja immer blind bin. Warum habe ich hier neben das, wenn ich die Lampe habe? Das ist ja die falsche Logik bei dem Spiel. Was meinst du mit Logik? Eisen. Ja, ich habe Licht an, aber die Nameless kommt trotzdem. Achso. Die mich jetzt erwischt? Ja, die haben mich erwischt. Nicht so schlimm. Kriege lahme Finger. Dauert so lange. Herzinfarkt. Das ist ein Jumpscare-Moment. Ja, die ganze Zeit schon. Eben wurde ich abgebaut und hatte Megalo auf mir, Skorpion, drei Polovia. Aber sie haben mich nicht töten können. Alter, lang das so. Ja, jetzt ist mein Hesser kaputt. Hier oben scheint keine mehr zu sein, wenn du deine. Jetzt gleich nochmal unten gucken. Ich hätte auf dem Com-Server 3 auf einmal gehabt. Da habe ich gedacht, oh, okay. 3 Stück? Dann let's go. Na. Die High-Level-X habe ich natürlich gekillt, weil
Ist ja schwierig, drei Stück dann irgendwie auseinanderzubringen. Eben diese Kristalle hatte ich rote Gems. Nee, nur normale. Muss man nebenbei mir anmerken, hier diese roten Gems mitzunehmen. Wir haben nämlich, als wir noch auf der Oberfläche waren in der letzten Folge, Leute, wir haben noch was Cooles rausgeholt. Und zwar einen Ascendant Rockbreak Sattel Blueprint. Schweineteuer, das Geil für 100 Rüstung. Also da zahlst du mal locker 3000 rote Gems für das Teil. Aber trotzdem ist es nice, zumindest mal einen Blueprint zu haben. Und deswegen nebenbei schon mal wieder ein bisschen was farmen. Ganz wichtig. Im Kurs-Server haben wir den Element Fertilizer. Unbegrenzt Element herstellen. Ja. Das spart dieses ständige Abfarben der Schadschnauze. Was droppt ihr denn hier? Achso, vom Erdbeben. Ich bin immer noch dran. Echt? Wie viel Leben hat das viele noch? Das ist ja heftig. Wenn deiner nicht viel Schaden macht, komm mal mit dazu. Ja. Du kannst gerne den letzten Hit haben, aber ich komme mal dazu, weil sonst sitzt man ja noch ewig. Ja. Ich hab Max-Level-Dino-Warnung. Ich hoffe, das ist ein Reaper. Bitte. Ja. Dein Megalo macht so viel Damage wie mein Reaper auf dem Com-Server. Und da trotzdem immer noch leider. Dann habt ihr, glaube ich, dann müsst ihr da doch Schaden erhöht haben, oder? Nee, ich hab meiner. Oh, der ist tot. Meiner hat den höheren Angriff-Set. Und ich habe alles auf Angriff reingehauen. Hier habe ich ja noch die Hälfte auf Leben gemacht, weil. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich ja so aufs Fressbrett bekommen von den Rockdrakes. War mir dann ein bisschen zu heiß. 1600 Schaden, ja, Psycho. Ja, Headshot. Stabil? Ja. Also, ich glaube, deine Max-Level-Warnung ist wahrscheinlich ein Nameless, der unter dem Boden ist. Ja, dann mache ich mal Lampe aus und dann lass ich hier mal rauskommen. Dann brauchen wir eh Nameless-Gift für die Rockdrakes. Brauchen wir nicht. Achso, zum Hochheim, also. Ja. 100 Punkte! Aber nicht, wenn Kampfmusik ist, das habe ich festgestellt. Wenn du jetzt hier Kampf bist, dann bringt das nichts. Achso. Dann muss ich irgendwo in der Ecke stellen. Ich sollte vielleicht auch das Licht ausmachen. Oh. Ja, Max-Level-Warnung ist weg, also wir müssen zurück. Okay. Ist gar keine Max-Level-Warnung mehr. Ich hab auch keine. Darf man irgendwie nach oben, ob da vielleicht eine neue Reaper gespawnt ist? Könntest du gleich mal wegporten. Ich weiß, wo garantiert noch eine spawnt. Komm mal mit. Aber Vorsicht, ja, warte dass kurz. Du nicht von dem Polo wieder abgemountet wirst. Hey, dass du Hilfe brauchst. Bist du hochgegangen? Nö, ich komme wieder zurück. Okay. So. Wir machen jetzt hinten den Knick nach rechts, hinter dem Spino. Da ist noch ein Spawn-Container platziert von Reaper. Ein Container platziert. Das heißt tatsächlich Spawn-Container. Die Dinger werden auf der Karte platziert, wo die dann immer wieder kommen. Also Leute, die sich jetzt mit dem Arc Dev Kit auskennen, die wissen das ja. Das DevKit wird ja unter anderem ja auch benutzt, um Mods herzustellen. Also jeder Modder, der hier zuschaut, dem braucht man es ja gar nicht zu erklären, das erklärt sich von selber. Oh, hier ist der Reaper. 5. Tja, warum? Level 5. Kommt ja auch mal hier weg. Darf nur nicht in die Elementsuppe reingestoßen werden. Oh oh, ich bin gestuckt. Immer schön an. Ja, siehst du denn? Das macht's ganz schön. Ja, man kann ja absteigen wollen. Ja, trotzdem fliegt mein Tier wie ein Spielzeug durch die Gegend. Ja, zum Glück klappt das Hochfallen an den Pflanzen wieder. Oder das Hochheilen. Ja, wieder. Ja, ja. Oh. Also das war echt nervig. Und das geht ja auch Gott sei Dank dann relativ schnell. Oh. Ich kann den Reaper auch wegschubsen. Ja.
Dann mache ich nur weniger Schaden. Ja, ich mache diese Wirbelattacke, damit diese Nameless mich hier unten nicht ärgern. Die wollen mir ins Bein beißen. Wie spiellos sind denn hier bitte, ey? Sie ist vor mir nur ein. Oh, die Sieger, die ist in der Plage hier wieder. Aber du triffst sie, glaube ich, am besten. Was denn? Bauhaus, das Ding haut ab? Nee, nee. Oh. Oh, 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 Säure. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, lass einmal zurückporten. Nee, nee, ist passt schon. Ich bin jetzt rechtzeitig rausgegangen. Ja, einfach für den Respawn. Ja. Obwohl es könnte sein, dass vielleicht oben jetzt respawned ist, weil wir aus der Render waren. Ja. Wir sind jetzt 200 Meter aus der Render-Reichweite. Oh, sehr, mein letzter. Was? Oh. Sag ja, diese Scheißviecher, ne? Am liebsten würde ich die zu Gulasch verarbeiten. Das ist nicht mehr normal. Lovia-Gulasch. Ich hasse. Ja. So typischen Agro-Viecher. Die braucht kein Mensch. Sag schon wieder. Ich hab's gesehen hinter mir. Ja. Nur kurz ein bisschen Stamina regen. Mein Rocktrick hat ja wie gesagt den Texer. Damit schieße ich die Polovia aus dem Loch raus. Texer macht 430 Schaden. Ich knall die Viecher ab und dann war's das. Oh. Ist eine Option. So, hier oben ist es ein Spino. Ey, doch, hier ist ein Reaper, aber der ist ja schon ausgegraben. Ja. Dann checkt mal Level 90. Willst du den ja, nehmen? Ja, gut, komm, den nehmen wir. Ja, okay, Blinde, dann geh zurück. Ich bearbeite das schon mal. Ja, meine Lampe ist sowieso aus. Das sind so auf also die Nameless müssen wir jetzt in der Base ja auch weg haben. Du kannst ja hier schon mal gucken. Okay. Lampe ist sowas von aus, also kein Problem. Du musst nur gucken, dass du hinter der Öffnung am besten stehst, damit du auch getroffen wirst bei der Schwangerschaft. Versuch dir mal ein bisschen wegzulocken, ja? Ja. Steig von Tier ab, sobald er unter 1500 hat. Da ich ja weniger Schaden mache, könnte ich aber auch noch mal ein bisschen drauf machen. So als Feinschliff. Obwohl, steht bei deiner Tür. Ja, hier mal gerade wieder Nameless, da muss ich wegmachen. So einzeln kommen immer noch Nameless raus. Komm mal die Base an. Ich check mal eben das Leben von dem. 32. Müssen wir entfernen, dass wir aktivieren. Guck mal, wie deine Rüstung schon aussieht. Zur Not vielleicht schon mal durchtauschen. Rüstung hat noch 75%. Huh. 12k. Hm. Wir noch 9-4. Was Vorsicht mit dem Beißen? Ich sehe es. Mir ist schon mal passiert, habe ich im letzten Mist gemacht, dann habe ich getötet. So 900. Ja, so, dann zurück. Ich steig ab. Ich mach mal mein Licht aus. So, dann komm mal her. Ich beweg mich jetzt gar nicht. So, jetzt kann die. Ja, warum vergräbst du dich jetzt? Ich sitze hier freihändig, also ich bewege mich nicht. Warum die mich jetzt nicht sticht, ist mir erst ein Rätsel. Warte mal, ich muss vielleicht noch was abbauen. Warte, warte, warte. Ach. Ich gehe mal ein Stück nach links, das wäre vielleicht etwas näher. Jetzt kann es sein, dass er reinkommt. So, ich habe ihn gestochen, okay. Du wurdest gestochen? Ja, bin schwanger, muss jetzt nur schnell weg.
Ich mach's Licht an. Heiltrank? Oh, warte mal, ich mach. Ja, geh mal durch den Teleporter durch. Ja. Dass du safe bist. Ich kann natürlich. Pack mein Reaper rein. Dann schreibe ich schon. Ich bin ja, hab wieder Heiltränke genommen. Okay, cool. Das haben wir schon mal. Das ist doch schon mal gut. Ah, das kann ich mir wieder nicht einkaufen wegen diesem Cooldown. Ja, ich kann ihn gleich mitnehmen. Ja, ich muss ja auch schnell leveln, ne? Also. Ja, ich darf keine Zeit verlieren. Sonst hat der. Du hast genug Zeit. Das war jetzt ein 90er Reaper, ne? Ja. Müsste 165 sein. Eigentlich. Es kommt auf dein Spielerlevel und ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Ich habe im Com-Server 155, ich habe auch nur 60 Level auf dem Reaper bekommen. Scheint irgendwie buggy zu sein. Ich gehe zum Dingsens Speedrun. Also Perlenteleporter, dann bin ich da. Ja, mach du mal, ich port mich auch gleich hier weg und dann gucke ich auch nochmal, ob ich vielleicht noch was bekomme. Quatsch, das ist doch dumm. Oh, oh. Und du kommst du 150er. Will ich nicht nein sagen, ne? Ja. So, ich klappe es mal irgendwie alles weg. Aber wir müssen wirklich darauf achten, wenn du, dass man in so einer Öffnung steht an der Base, dass du auch richtig getroffen wirst, weil das hatten wir am Anfang, wo wir keine Öffnung hatten. Das war da das Problem. Okay, mein Iris zu reparieren. Hier mache ich dann auch. Und Repair. Gut, dann hast du schon mal das Baby. Ich will der Mutter. Und in ein paar Tagen haben wir dann auch 90 Nacht. Das heißt, wir können mal eine Oberfläche. Und wenn je nachdem, wenn dein Baby ausgewachsen ist, dann könnte man danach nochmal vielleicht so den Rock Drake eiern. Also wenn das Baby geschlüpft ist. Und dann nach Oberfläche. Ja, das ist im Moment der Alltag, den wir machen müssen. Andere Optionen gibt es gerade nicht. Wir könnten noch zähmen, aber. Ja. Würde auch Spaß machen. Den Zuschauern zeigen, wie man Rohret bekommt. Oder Basilisk. Oh, ja, Basilisk können wir auch nochmal manchmal machen. Ja. Aber dafür. Können wir das einfach machen? Wir stellen einfach hier die Rockdrinks auf Paarung. Und statt die Eier auszubrüten, nehmen wir die Eier und holen sie mal was sie. Ich habe die ganze Zeit die Eier schon rausgekloppt. Ja. Einfach damit ich die richtigen Rockdrakes auch kriege, damit wir ein Breeding Pair haben. Also so viel Eier haben wir jetzt gerade nicht. Oh. Ja. Oh, hier steht ein Reaper. Cool. Level 95. Und hier haben wir noch eine 20. Ja. Dann mach ich die 20er erst weg und dann die 95er, lass ich mich auch nochmal schwängern. Ich habe gestern vom Com-Server 115er Reaper gehabt, der hat sich an der Kante festgebackt und dann ging nichts mehr. Und im Gegensatz zu uns Spielern, wir können ja mit Reaper ja wesentlich springen. Die KI kann es ja nicht, da hab ich nur gedacht, KI ist wesentlich hochspringen, weil dann würde ich aus der Kante wegkommen. Ging dann nicht, weil zu weit weg, dann können wir mich halt nicht stechen. Das höchste, was ich auf Evolve an Reaper Queen hatte, und ich habe stechen lassen, war 300. Ich weiß gar nicht mehr, wie meine erste war. War die 30 oder war die 50? War deine 55 oder welche war das? Meine war schon 90. Deine war 90, da war meine 50, wenn ich meine. Ja. Da sieht man ja, dein 50er ist ja von Rüstung her stärker wie mein 90er. Ja, weil er Imprint hat, ja. Ja. So, ich muss jetzt mal Spinus hier platt machen, weil wir geben mehr Punkte. Und danach muss ich mein Megalo erstmal heilen. Ah ja, also mein Rico war so auch ein bisschen. Der nächste Lutschfans ist auch nicht mehr weit. So, das war Reaper Nummer 1. Jetzt die zweite dran, die steht auch sehr, sehr gut. Ja. Wir haben 7 Level bekommen. Reaper hier.
Ja, Spinos töten, das war das Effektivste, was ich gemacht habe. Bin nur durch den Fluss gerannt und nur die Spinos gesucht. Nee. Kackviecher, die sind natürlich jetzt eben halt nicht da, wenn man sie braucht. Hey. Ja, bin Level 81 geworden. Oder ich gehe mit dem Reaper runter, töte den anderen Reaper und dann habe ich auch die Level. Geben wir so viel XP. Ja, aber du weißt ja, wie lange du gerade dran gesessen hast in der einen, ne? Ja, dürfte in der Tat dann knapp werden mit nur noch 30 Minuten, die ich habe. 30 Minuten, 8 Sekunden. Spieler. Drei ich Stück? Jetzt ist mein Megalo auch endlich mal Half-Life. Ja. Nur 3, 6. So, 2. Einmal kann ich noch. Okay. 15 Spieler hat 37. Rüstung passt. Safe Spot. Mhm. Boah, ich bin schon bei 59 angekommen. Meine Spiele Nummer 3 wird mir wahrscheinlich, wenn er High Level ist, den Rest geben. War 30, ja gut, das wird am Ende nicht den Rest geben. Oh, hab ich gewischt. 65. Bin ich schwanger. Du bist jetzt auch schwanger? Nicht schwanger. Das passiert auch schon mal. Dann vergräbt die sich oder ist sie gespawnt. Das ist okay. Ja, nein, nicht schlimm. Da gibt es ja einen neuen Versuch. Dann halt noch mal. Dann halt mit der 150er, die gleich kommt. Das wäre natürlich der Mega-Jackpot. Das wäre wirklich Jackpot. Einmal in die Base, einmal reparieren. Spawn resetten. Level 10er Spino. Der gibt mir auch nicht das maximale. Komm, geh du mal ganz kurz hier dich heilen, bitte. Der gibt mir höchstens, schätze ich mal, 5 oder 10. Und ich habe wieder Level up. Na, wie viel? 90. Noch 2 Level bis zum Zeppelin. Könnt ihr jetzt den Embryo Incubator bauen? Übrigens. Ja. Keine Ahnung, was das Wort soll. Ja. Ich habe jetzt Maximallevel erreicht. Sehr schön. Was weiß ich, der Reaper geht 95 oder 90? 95, glaube ich. Müsste 170 dann sein. Ne, 180. Ne, 170, okay. Ja. Wenn der Rechen fehle. Das hat er mit schnell rauskommen. Oh. Was? Ich hab was Tolles gefunden. Wenn du schwanger bist, dann weiß ich, ob ich sie töten soll oder nicht, der Alpha-Kakinos. Okay. Wenn du schwanger bist, dann werde ich die platt machen, dann hast du sofort die Level zusammen. Ich bin noch nicht schwanger, ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt werde, also. Und die ist Level 100! 177.000 Leben, die Alpha-Kakinos. Ich gehe jetzt noch mal kurz runter und guck mal noch mal, ob ich was sehe. Kannst du ja den Spot mal merken oder so. Ich setz mal hier Ready Point hin. So, erstmal das Licht aus, damit ich hier. So, auf Ready Point ist die genau da, wo du jetzt dann den Wegpunkt siehst. Ja, ich bin nur gerade unten. Bewege mich wieder langsam Richtung Teleporter. Okay, hier ist eine Reaper. Ja. 50. Ja. Werd mal die Kakinos überspringen. Die töte ich auf jeden Fall. Was hätten wir hier oben noch?
Eine 15er, ne. Ich glaube, mich jetzt nicht schwenken. Ein Schwanz und wenn man eben 30 Piranha hat. Das finde ich so richtig cool, wenn der Reaper. Die werde ich beide töten. Zeppelin. Ich kann wenigstens rote Lootops öffnen. Weil der Level ich habe noch nie eine Alpha-Kakinos gesehen, also wäre ich gerne dabei, glaube ich, beim Kill später, wenn. Ich habe auch gehört, es soll Alpha-Sarkus geben, kann das sein? Nee. Alpha-Basilisk und Alpha-Reaper. Okay. Also der Alpha-Surface Reaper King, also den findest du hier oben. Oh, ich hab einen weiten Weg von mir. Muss ja diesen Jilling-Teleporter hinlaufen. Naja, gibt's immerhin Level, ne? Für die alte hier. Wie viel Zeit hast du noch bei der Schwangerschaft? 24 Minuten und 6 Sekunden. Denk mal, wenn er ausgeschlüpft ist, dann kühle ich den ein. Du kannst ja erstmal draußen. Erstmal kannst du ja draußen stehen lassen. Solange wir hier jetzt noch hier sind. Kann bist der Timer. Bist du schon bei der Base? Bitte? Bist du schon bei der Base? Du musst mal lauter sprechen, ich verstehe gerade nichts. Bist du jetzt gerade bei der Base? Nee, ich bin unten. Ich wollte jetzt nämlich zurück. Ich bin noch am Reaper töten. Schätze gerne mit. Da habe ich ja Zeit. Der Bunker steht ja noch da. Brauchen wir jetzt keinen Doppelbunker haben, weil wenn du jetzt schwanger bist, dann hast du eh 15 Minuten mehr drauf. Wenn ich jetzt mal die Rüstung repariere, dann komme ich auch nochmal runter. Das wird aber ein bisschen was klappen. Naja, sieh nur zu, dass du auch eine Rüstung anhast, nicht dass dein Embryo stirbt. Ja, das wäre nicht so. Aber warte noch, bevor du runterkommst. Ich habe meine gleich da und dann brauche ich ihr hoch. Gut. 22, 34. Tusch war ja mal wieder erfolgreich. Okay, ist down. Einmal hochporten. Rüstung reparieren. Den Gallo noch 2-3 Punkte heilen lassen. Der hält gut durch. Hm. Boah. Bin auf dem Teleporter. Okay. Man hat viel vergessen, wegzuschleppen. Na? Ist nicht in der Kakinos fest. Jetzt bin ich schon dabei. Schnell auf einmal reparieren kann. Ah, nehmen wir noch ein paar Mad Bruce mit. Sicher ist sicher. Da steht hier Link vor der Tür. Ich weiß, meine. Damit Absicht gehen lassen. So, ich gehe nochmal runter gucken. Er sagte, ich möchte gerne auch ins Haus. Ja, du kannst ja noch Cryo und dann kriegt er mehr Level eigentlich normalerweise, ne?
So, erstmal hochgucken, da ist erstmal ein Rock Drake, das ist schon mal gut. Ein Zehner. Also ein Reaper. Du bist schon 30. wieder unten. Ich habe schon das Problem, dass mir die Luftschanzen nicht angezeigt werden. Jetzt, wenn ich direkt dran bin, dann ploppen die auf. Was haben wir hier für einen? 10. Alter. Ja, ich werde dann wohl mal weiter Reaper töten. Solange du da eh Hätte schon ruhig bist. nur 0 bei sein können. Beim 30er, ja. Da wärst du 300. Auch nicht schlecht, so mit 100 Punkten auf Attack. Hat er auch nur 1100 Schaden. Kannst du schon alles wieder testen. Das war close. Ich habe beim Halloween-Event ja einen schönen roten bekommen. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, dann werden wir uns hier noch ein bisschen an den Reaper Queens vergnügen und dann sehen wir uns morgen wieder, ne? Macht's gut, bis dann. Ich schreibe mal erstmal noch hoch und dann wollen wir mal schauen.